Hallo und ganz herzlich willkommen zu diesem Frühlingsanfangs-Workshop mit Dominik und Heidi. Wir haben das Thema Altes verabschieden und Neues sprießen lassen und heißen euch ganz herzlich willkommen. Um 10.37 Uhr, glaube ich, war die Zeit, wo genau der Frühlingsanfang ist. Und das ist super, weil jetzt lassen wir erstmal Altes gehen und dann lassen wir Neues sprießen. Und 10.37 Uhr ist eben genau dieser Punkt. Ja, hiermit übergebe ich mal an Dominik und schalte meine Kamera aus. Herzlichen Dank, liebe Heidi. Seid alle ganz herzlich gegrüßt. Heidi und ich haben uns super gefreut, auf diesen heutigen Morgen mit euch zusammen. Ich werde kurz zum Ablauf kommen. Ich werde intuitiv eine Meditation mit euch machen, eine Meditationsreise. Und wie ihr vorhin von Heidi gehört habt, geht es um Altes zu verabschieden. Wir haben ja auch von der Zeit her, 2021 ist das Jahr, wo ich die Neuausrichtung ganz bewusst in mein Leben ziehen soll, kann und darf und endlich wirklich bewusst meine Zukunft, die ich mir wünsche, kreiere. Und das wird in der Meditation das Thema sein, Altes verabschieden. Und dann werden wir gucken, wo wir hingelangen. Ich werde mich einfach leiten lassen. Und danach eben werden wir mit Heidi zeichnen, was wir möchten, auch auszudrücken. Und die Neurografik nicht kennen, für mich ist Neurografik Freude und Leichtigkeit pur. Ohne dass ich etwas tun muss, kann, möchte, es passiert einfach und es ist einfach wunderbar. Ja, ich freue mich und die mich kennen, es hat hier Kinesiologie-Gespändli dabei, die kennen die Hook-Up-Übung und ich denke, zum Einstieg ist das eine wundervolle Übung. Ich zeige sie euch, legt eure Beine, also die Füße so kreuzen unten und die Hände nehmt ihr zusammen. Und dann vors Herz. Das ist die Hook-Up-Übung aus dem Brain Gym. Und die hat die Eigenschaft, dass wir uns zentrieren. Von der Lateralität her ist das die Zentrierübung. Und die führt uns zu unserem Herzen, zu unserem Körper. Und wenn ich hineinfühle in diese Übung, ohne Thema, ohne dass ich etwas hineingebe, sondern einfach gerade was im Moment ist, dann fühlt sich Ruhe, Wohlsein, geborgen sein in mir. Eine gewisse Aufregung durch die Gruppe, weil ich mich so gefreut habe drauf. Eine gewisse Aufregung beginnt sich zu zeigen und darf sich jetzt ausbreiten in mir, dieses Gefühl. Nehmt wahr, was bei euch gerade da ist und beobachtet es. Der Atem geht fließend. Als Impuls gebe ich Freude in diese Übung. Die Freude auf den Frühling könnte das sein. Okay, jetzt öffnen wir die Haltung wieder, die Beine auseinander,
die Hände auseinander und dann geben wir die Fingerspitzen zusammen, dass die ganze Energie, die sich zentriert hat, wieder über mein ganzes System sich wunderbar in Fluss bringen kann. Ja, ich habe es vorhin angekündigt. Ich werde noch ein Mudra zeigen, das geht für die Klarheit. Und ich denke, gerade wenn wir uns neu ausrichten, ist Klarheit sicher eine ganz wundervolle, unterstützende Energie. Fürs Mudra lege ich die Zeigefinger auf die gestreckten Daumen und bringe die Daumen zusammen. Dann sieht das von vorne so aus. Und jetzt klappe ich einfach noch die Finger zusammen. Jetzt habe ich da so ein... jetzt habe ich den Mittelfinger und den Ring und kleinen Finger und da bildet sich ein Dreieck. Da halte ich jetzt die Nase rein und ich öffne die Augen dazu. Für die Klarheit brauche ich offene Augen. Also ich halte jetzt dieses Mudra mir vors Gesicht. Ich habe meinen Mund bei den Daumenknöcheln und schaue jetzt in die Ferne, egal ob ihr eine Mauer vor euch habt oder irgendetwas anderes. Das ist eigentlich egal, sondern ich halte mir jetzt einfach dieses Mudra vors Gesicht, lasse meinen Blick weich werden, verschmelzen mit der Ferne und nehme wieder wahr, was gerade geschieht. Atme fließend und lass einfach geschehen. Wie bei der Zentrierungsübung. Fühle ich Energie fließen? Fühlt mal, wo ihr die spürt. Verbindung von Kopf und Herz ist präsent. Als Impuls gebe ich jetzt meine Klarheit hinein. Könnt das leise bei euch oder laut aussprechen. Meine Klarheit. Gut, dann lösen wir auch das Mudra wieder auf. Bedanken uns bei unserem System für diese wundervolle Erfahrung. Und dann werde ich jetzt einleiten zur Meditation, zur Meditationsreise. Lassen wir uns überraschen, wohin es uns bringt. Ich nehme Kontakt mit Mutter Erde auf, über meine Füße. Lasse Lichtstrahlen oder Wurzeln durch die Füße in die Erde gleiten. Diese werden kräftiger, intensiver. Und verbinden sich mit dem Zentrum, mit dem Mittelpunkt von Mutter Erde. Im Kraftzentrum von Mutter Erde zeigt sich ein Kristall. Nehmt wahr, welche Farbe das er hat. Er wird sich euch in eurer
Farbe zeigen. Fühlt eure Wurzeln sich mit diesem Kristall verbinden. Begleitet das Ganze mit eurem Atem. Beim Ausatmen lässt ihr eure körperliche Energie durch die Wurzeln, durch die Lichtstrahlen fließen. Mutter Erde wird diese Energie transformieren, regenerieren und uns mit dem Einatmen zurückgeben, angereichert mit dieser Kraft, die sie uns Menschen, ihren Kindern zur Verfügung stellt. Ich atme aus, lass los, lass die Energie in sie hineinfließen und atme ein und ziehe diesen Atem mit der Energie zurück in meinen Körper, in mein Herzzentrum und darüber hinaus. Über mich hinaus, durch all meine Ebenen, Körper, über meine Aura hinaus und fühle, wie diese Farbe, diese Energie von Mutter Erde jede Zelle vom Körper durchdringt, nährt, stärkt, in Schwingung versetzt. Wir öffnen das Kronenchakra beim Kopf oben. Gehen mit dem Gedanken hoch ins gleißende Licht zu unserer Urquelle, zu unserem allerhöchsten Selbst, dahin, wie wir es für uns definieren. 12. Dimension, wie auch immer. Von dieser Quelle, Urquelle, wie auch immer, fließt die Energie durch unsere alle Körper, durch unser Scheitel, durchs Kronenchakra, die Wirbelsäule und auf der Höhe des Herzens strömt sie durch unseren Körper, ebenfalls ins Herzchakra und den ganzen Körper und beginnt mit der Energie von Mutter Erde sich zu vermischen, zu tanzen, neue Farben entstehen, neue Gefühle in mir zeigen sich. Lebendigkeit. Helligkeit, aufhellen. Diesen Energietanz lassen wir jetzt durch alle unseren Chakren bewusst fließen
Und vereinen dabei die Chakren zu einem einzigen großen Chakra. Zum Einheitschakra und füllen auch dies mit dieser Energie aus und fühlen, was geschieht. Das Kreuzbein bekommt Energie unsere Urkraft strömt zusätzlich durchs Kreuzbein in uns ein. Richtet uns auf. Und lässt uns erkennen, welche Größe wir in uns tragen. Mit dieser Energie vom Kreuzbein dehnen wir uns aus über unseren Körper, weiter über alle Körper. In den Raum, in dem wir uns befinden. Wir dehnen uns über den Raum, über das Gebäude, in dem wir uns befinden, aus. Weiter. Den Ort, wo wir uns befinden, wir werden größer und größer und nehmen wahr, wie wir uns immer weiter ausdehnen. Unsere Form ist kugelförmig und diese Kugel dehnt sich weiter und weiter aus. Mit meinem fließenden Atem lasse ich diese Kugel noch größer, noch größer und noch größer werden. Atmet hinein und fühlt, wie sich dadurch die Kugel noch weiter ausdehnt, in den Himmel, in die Erde. In diesen Raum, in dem ich sitze, in dem mein Körper ist und in alle weiteren Dimensionen. Nimm wahr, wie sich dein Körper jetzt anfühlt und fließ danach wieder in diesen unendlichen Raum mit. Fühlt die Farbe, die sich ausbreitet. Diese tiefe Ruhe, die sich damit verbindet. Frieden.
Mit dem nächsten Ausatmen atme ich ganz bewusst Verbrauchtes aus. In diesen Raum hinein und fühle, wie es weggleitet. Wie es vom Körper weggleitet in diesen Raum hinein. Atmet fließend in euren ganzen Körper und fühlt diese Grundlage des Lebens, der Atem, welche Kraft in ihm strömt. Bei der Einatmung fühle ich die Lungen, fühlt eure Lungen, und zwar fühlen, nicht füllen, sie füllen sich automatisch mit dem Atem. Wie fühlt sich das an, wenn die Lunge sich ausdehnt mit dieser Energie? Und eigentlich über den ganzen Körper, über alle Körper, die wir haben, Astralkörper, Mentalkörper, egal, fühlt über euch hinaus mit der Einatmung, die diese Kräfte freisetzt. Und beim Ausatmen geben wir wieder das Verbrauchte, die verbrauchte Luft, aber auch die Vergangenheit mit. Wir verabschieden die Vergangenheit, wir ehren sie, sie hat uns zu dem gemacht, was wir sind. Jeder Moment, egal wie wohlwollend wir ihn empfunden haben, hat uns zu dem gemacht, was wir jetzt hier sind. Geben wir das Gefühl der Dankbarkeit hinein und segnen unseren Weg bis hierhin. Auch wenn er steinig war, und ebenso wundervoll, es ist unser Weg. Jede und jeder einzelne von uns ist diesen Weg gegangen. Wow. Beeindruckend. Kein anderer Mensch ist dieser Weg je gegangen. Er ist einzigartig für jeden von uns. Lassen wir Dankbarkeit fließen für diese Einzigartigkeit, für diesen Weg, für die Vergangenheit.
würdigen wir. Was wir schon geleistet haben. Auch wenn der Verstand uns oftmals etwas anderes einreden möchte, da er sich fürchtet, weiß unser Herz ganz genau, dass diese einzigartige Weise, wie wir das Leben bemeistern, nur wir, jeder und jede einzelne von uns, so auf diese Weise tut und überhaupt tun kann. Niemand anders kann das. Nur jedes Individuum seinen eigenen Weg, so einzigartig. Und es sind doch ein paar Menschen auf dieser Erde, die ja auch jeden Tag verbringen. Mit dem nächsten Atemzug lassen wir wieder die Energie durch unser Sakrum fließen, durchs Kreuzbein fließen, in unseren Körper hinein, der sich dadurch noch mehr aufrichten mag, stärken mag. Diese Urenergie, die wir tragen seit Anbeginn der Zeit, ist unser Motor fürs Leben. Wenn wir diese Energie, diese Kraft über unser Herz fließen lassen und verbinden, mit dem Atem in dieses Farbenspiel, Gefühlsspiel in diesem vereinten Chakra einfließen lassen, dann fühlen wir die Kraft, die uns, jeden einzelnen von uns, durchströmt und uns zur Verfügung steht. Im Alltag. Wärme breitet sich in unserem Körper jetzt aus. Und da, wo es noch juckt oder zwickt, fühlen wir einfach hin. Und lassen die Kraft durch unser Kreuzbein weiterhin in und durch uns fließen. Beim Ausatmen verabschiede ich jetzt, was ich nicht mehr will, was ich nicht mehr gebrauche. Erneut lasse ich es in die Erde strömen. Durch all meine Körper, es wird transformiert, gewandelt und auch geehrt. Jedes einzelne Erlebnis, alles, was uns auf diesem Weg bis hierhin begleitet hat.
stellen wir uns vor, dass sich eine Spirale bildet, wie eine Schnecke, von innen drehend im Uhrzeigersinn. Und die nächsten Atemzüge atmen wir in diese Schnecke, Spirale, die sich beginnt zu erheben, zu drehen und zu leuchten durch unser Atem und sich gegen oben immer weiter in den Himmel, ins Universum ausdehnt. Glimmert, glitzert. Wie ein Feuerwerk dreht. Und sich auch vermischt mit unserer vollen Ausdehnung. Belebt. Leichtigkeit versprüht unser Herz öffnet und sich mit dem Freudengefühl durch in uns und durch uns ausbreitet. Betrachtet dieses Bild, dieses Farbenspiel, beobachtet im Zusammenhang mit euren Gefühlen, mit eurem Körper, einfach, was sich da euch gerade zeigt. Atmet fließend, spürt auch das Kreuzbein, das euch stützt, unterstützt. Betrachtet dieses Bild vor eurem inneren Auge. Diese Farbenpracht, Farbenspiel, dieses Glitzern soll uns zeigen, was in unserer Zukunft möglich wird, sein wird, wenn wir ganz gezielt, ganz bewusst diese Energie in unserem Herzen tragen und die Herzenergie fließen lassen. Nicht aus dem Ego, nicht aus dem Verstand, sondern aus diesen Freudengefühlen, Leichtigkeitsgefühlen. Und mit der Neurografik anschließend werden wir diese unendlichen Möglichkeiten in
eine der Möglichkeiten in Form ausdrücken über bunte Farben. So dass diese Energie sich auch in unserem Leben mehr und mehr manifestiert. Wir lassen es einfach geschehen. Die Intensität der Farben in unserem vereinten Herzchakra. Durch all unsere Körper, Aura, nimmt nochmals zu, gewinnt an Dichte. Das ist unsere ureigene göttliche Energie, die durch uns fließt. Ich beginne meinen Atem fließend wieder wahrzunehmen, wie er in meinen Körper strömt. Dieses Gefühl, diese Lebendigkeit nehme ich in der Erinnerung mit. Und komme langsam in meinem Tempo in den Raum zurück. Ich fühle mich trotzdem immer noch weit, weit über mich hinaus. Komme in den Raum zurück mit diesem Gefühl, in meinen Körper. Beginne mit den Zehen etwas zu wackeln, Füße, Beine, Po, Bauch, Brustraum, den ganzen Torso, die Arme, die Hände, strecke mich aus, wenn ich mag, spüre meinen Körper, Kopf, Ohren, Nase. Und wenn es Zeit ist, öffne ich die Augen und bin wieder ganz im Tagesbewusstsein, im Hier und im Jetzt angekommen. Das war jetzt eine für mich ganz neuartige Erfahrung, in dieser Form eine, ich sage jetzt, geführte Meditation zu sprechen. Ich habe euch gesagt, dass ich mich bewusst nicht vorbereitet habe, also nur die Übungen, die wir am Anfang gemacht haben zusammen, um unsere Energie zu sammeln. Und danach habe ich es einfach unserer Führung
überlassen und ich sage bewusst unserer Führung, weil die Gruppenenergie uns, mich über mich anleitet, was gerade gut tut und ich hoffe, es hat euch gut getan. Es war kraftvoll, das ist meine Wahrnehmung, war ganz kraftvoll und hat mich, obwohl Loslassen oftmals bei mir auch mit nicht immer so einfach fließt, hatte ich das Gefühl, es geht ganz einfach. Es ist leicht, es macht Freude und vor allem dieser Raum, der sich gebildet hat fürs Neue, auf den bin ich, auf den freue ich mich. Es ist eine richtige Freude. Okay, sorry. Ich wollte das einfach noch euch mit erzählen, was bei mir gelaufen ist. Ich hoffe, ihr habt die Meditation in eurer Art und Weise ebenso mit Freude erlebt. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und Unterstützung, denn es ist ganz, ganz viel geflossen. Ja. Heidi, darf ich dir übergeben? Ja, das war wunderschön, Dominik. Ich hatte so das Gefühl, ich war fast in Trance und durfte dann aber auch wieder so raussteigen und durfte wieder so bei mir wieder hier ankommen, um jetzt das tun zu können. Und es war wunderbar, also es war wunderbar, so abzutauchen für eine Zeit lang. Ja, wir machen jetzt weiter, indem wir jetzt unsere Essenzen, die jetzt gelebt werden wollen, neurografisch umsetzen. Die Neurografik ist eine inzwischen, glaube ich, 7 Jahre alte Methode, die aus Russland kommt und die von einem Professor Dr. Pavel Piskarev mehr oder weniger als Inspiration empfangen wurde vor einigen Jahren. Er war auf dem Flug von Moskau nach Tel Aviv und hat in der Zeit gewusst, dass das Neurografik heißt. Und das ist ihm dann langsam offenbart worden, was das ist. Und das ist eine Methode, die kreativ transformiert mit sehr wenig Mitteln. Und deshalb ist er auch schon so viel bekannt in Russland und auch in vielen anderen Ländern inzwischen. Und sie hat mein Leben komplett verändert. Sie hat wirklich ganz viele neuronale Strukturen verändert, ganz viel Neuausrichtung, Altes ist weggefallen. Also es ist eine Methode, die hauptsächlich so auf die Gegenwart und Zukunft ausgerichtet ist und eigentlich nur mit einem Modell die Vergangenheit bearbeitet. Und heute werden wir mit der Neurografik eben in die Gegenwart und die Zukunft reingehen. Dann stelle ich auch schon mal meine Kamera um. So, erstmal zeige ich euch mal die Linie. Ich habe jetzt hier schön die Sonne durchfunkeln mit lauter Lichtern. Schön zum Frühlingsanfang. Also die neurografische Linie. Ich habe jetzt doch mich für grün entschieden für den Frühling. Doch nicht blau. Also ihr könnt eine Farbe nehmen, die euch jetzt anspricht als Filzstift. Und diese Strichstärke ist ungefähr diese hier. Also nicht ganz dünn, so mittlere Strichstärke. Gut, die neurografische Linie. Und ihr könnt es jetzt mit üben, mal kurz auf dem Schmierpapier vielleicht, bevor wir dann in die Zeichnung starten. Die neurografische Linie. Da guckt man auf die Stiftspitze und lässt den Stift übers Blatt laufen. Also es ist keine Sinuslinie, die in jedem Abschnitt gleich ist und auch keine gerade Linie, sondern eine Linie, die sich wirklich über das Blatt ergießt sozusagen. Das können wir mal ein paar Mal üben. Also wenn ihr das noch nicht so den Fluss spürt, dann ist das kein Problem. Lasst es einfach laufen.
Gut, und dann geht es darum, dass wir, wenn sich Linien kreuzen, das ist eigentlich dann ein Konflikt. Beziehungsweise es kommen einfach zwei Gedanken aufeinander. Ich zeichne jetzt hier mal so eine Kreuzung ein und wir runden diese Kreuzung ab. Also wir gehen die Linie entlang und runden das ab und füllen das, was weiß ist, aus. Das heißt also nicht so wie so ein Ball, dass es nach außen steht, sondern nach innen geht. Also das nicht so. Genau, und dazu fährt man eben die Linie entlang. Und als ob man eigentlich mit dem Auto um so eine Kurve fährt. Und so können wir das auch mal hier testen, da wo die Linien zusammenkommen. Gehen wir auch so rein und verbinden, harmonisieren diese Kreuzung. Was auch einfacher, also was für mich oft, als ich das entdeckt hatte, einfach war, wenn man eine größere Figur hat, kann man ja einfach die Linie nachfahren. Und dann gleichzeitig schon abrunden, dass man die Ecken rund macht. Falls ihr eine Frage habt, könnt ihr gerne über den Chat eine Frage stellen. Falls euch was unklar ist. Gut. Also machen wir noch ein paar Übungen. Wir fahren die Linie entlang, gehen in die andere Linie rein, sodass das ein bisschen angeglichen ist, dass wir nicht so eine fette Synapse haben und dann wieder was ganz Flaches. Gut. Ja, es geht ja jetzt um den Frühlingsanfang. Heute. Und Dominik hat genau, ich habe aufgepasst, um 10.37 Uhr, als der Frühlingsanfang war, hat er gesagt, jedes Individuum hat seinen einzigartigen Weg. Und das passt perfekt in die Essenz hinein. Die Essenz ist eigentlich das, was dich ausmacht, was ganz, ganz tief in dir schlummert und was oft verdeckt ist durch viele, viele Themen, durch viele, viele Erfahrungen, die man gemacht hat. Und um an diese Essenz wieder heranzukommen, kann man sich zum Beispiel mit seinen Seelenessenzen beschäftigen oder mit verschiedenen anderen Methoden, um auch in den Seelenplan hineinzuriechen und hineinzuschauen. Heute zeichnen wir das. Und dazu nehmen wir mal als erstes, zeichnen wir hier unten. Also wir nehmen das Blatt vertikal und zeichnen erstmal eine Tulpe ein. Das muss jetzt nicht schön sein, einfach mal, könnt ihr ja mal nachzeichnen. Ist auch nicht genau symmetrisch sein. Also ich merke, die ist jetzt kleiner, die Seite, dann kann ich sie aber auch noch ein bisschen vergrößern. Es ist eigentlich auch, also es kann eine Tulpe sein, die natürlich schön für den Frühling steht. Es kann aber auch ein Lotus sein, der sich jetzt öffnet. Ja, und dann beginnen wir, dass wir einen kleinen Kreis zeichnen an der Spitze des Lotus und umfahren diesen Kreis. Das ist unsere Essenz. Wir müssen jetzt gar nicht wissen vom Verstand her, wie die genau aussieht. Wir wissen, es ist unsere Essenz. Vielleicht spürt ihr euer Herz, wenn ihr den Kreis umfahrt.
Spürt einfach mal hinein, egal in welche Richtung, ob in den Uhrzeigersinn, also meistens mache ich das gegen den Uhrzeigersinn. Könnt aber auch mit dem Uhrzeigersinn gehen. Das ist eure Essenz. Dann lassen wir sie schon mal ein Stück größer werden. Gehen auch hier im Kreis. Der Kreis ist die höchste Form, die es gibt, weil es endet niemals. Ja, geht halt immer im Kreis. Ist eine göttliche Form. Und spürt eure Essenz größer werden. Dann noch mal größer. Und spürt wieder, wie eure Essenz größer wird. Und dann machen wir noch einen Kreis. Da können wir das Blatt ein bisschen nach unten ziehen. Und der ist wirklich groß. Das ist unsere Essenz, die jetzt gelebt werden will. Also dieser ganze Verlauf ist die Essenz, die jetzt gelebt werden will. Unser Herz, was gelebt werden will. Und damit wir jetzt eben einen Kreis geschlossen haben, zeichnen wir auf die Unterlage den Rest vom Kreis. Und spüren, wie die Essenz groß ist. Wie das Herz weit ist. Einzigartig, wie Dominik vorhin sagte. Es ist auch so, dass wir uns in einer Phase befinden, wo am 26. März die Venus wieder geboren wird, die Venus-Energie. Es ist ein Reset der Venus, so kann man es bezeichnen. Und da befinden wir uns schon auf dem Weg dahin. Es ist so, dass nach dem 26.3. die Venus die Mutter Erde einbettet in ein neues Liebesfeld von der Venus. Und die Venus existiert ja in einer anderen Dimension. Und die wird dann die Erde einbetten. Und die Venus ist ja der Morgenstern und die wird dann zum Abendstern. Das können wir jetzt schon über unser Herz spüren, wie die Essenz eben groß ist. So, oh, jetzt sind die Punkte sind jetzt hier fast blau geworden durch den Rollladen durch und ganz hell strahlend ist hier ein Kristall. Schön. Kann man ein bisschen mitspielen. So, und jetzt ziehen wir das Ganze auch noch mit der Linie nach oben. Wir beginnen hier unten, fahren am Lotus oder an der Tulpe entlang und kommen auch
an den Kreisen der Essenz vorbei. Können diese Linie ruhig ein paar Mal nachfahren? Die gleiche Farbe nehmen oder dürfen wir die Farbe wechseln? Ist die gleiche Farbe, ja. Bis zum Schluss, also bis wir die Feldlinien machen, die gleiche Farbe. Und wenn jetzt hier so Bubble entstehen, wie jetzt hier, dann runden wir den einfach ab. Wenn es so ein kleiner ist, kann man dann auch die Spitzen abrunden. Also wenn das größere Bubble sind, die kleineren brauchen wir jetzt nicht abrunden. Wir können es auch ausmalen. So, wo wir eben an die Kreise anstoßen, dass wir das abrunden. Das Abrunden, das beruhigt das Gehirn auch. Und die andere Seite. So dass wir spüren, wie das Ganze wächst aus dem Lotus heraus. Wächst die Essenz. Wir können auch nochmal die andere Linie entlang gehen und am kleinen Kreis vorbei, sodass wir alle Kreise mit erwischen. Und spürt mal, was das mit euch macht, wenn ihr da die Energie so schön hochzieht. Also bei mir ist da ein Kribbeln auf dem Stirnchakra, Scheitelchakra. Und dann runden wir ab, was wir hier an Ecken gemacht haben. Kann auch sein, natürlich, dass ein Loch, jetzt habe ich auch schon ein Loch hier drin, kein Problem. Und auf der anderen Seite natürlich auch, dass wir die Kreise wirklich alle berühren. Es ist interessant, dass ich gleich angefangen habe bei den größeren Kreisen, dass ich den kleinen hier, den Ursprung, erstmal nicht mit angesteuert habe. Und jetzt steuere ich ihn aber nochmal an, auch um ihn zu würdigen, dass er diese Reise macht. Eigentlich, dass ihr euch würdigt dafür, dass ihr überhaupt hier seid, diesen oft nicht so einfachen Weg zu gehen. Hier zu inkarnieren. Und die Dreiecke kann man auch schön die Ecken abrunden. Ja, und dann kommt jetzt, also viel mehr Linien machen wir hier außen gar nicht. Wir ziehen das jetzt einfach mal nur in die Richtung nach oben. Und jetzt ist 11.11 Uhr. Spannend. Jetzt, wo dieses Gebilde so steht, dürfen wir die Energie von 11 zu 11 nutzen. Das ist eine starke Meisterenergie und gehen diese Mitte hoch. In der Mitte der Tulpe, durch die Mitte der Kreise und ziehen wirklich diese Urkraft von Mutter Erde in den Himmel. Gehen vom Himmel, also von oben, auch nach unten und wieder nach oben. Es ist immer noch 11.11 Uhr. Wir ziehen die Energie von 11
zu 11 der Meisterenergie rein. Und bring es zur Erde. Und zieh es wieder nach oben. Puh. Ja, und dann runden wir natürlich da auch ab, wo wir jetzt wieder Ecken gemacht haben. Die Tulpe kann man natürlich dann auch noch insgesamt abrunden. Also es ist eigentlich auch eine Meditation mit dem Stift, wo man wirklich in die Ruhe hineinfällt. Und in der Neurografik sind nur 2 Schritte, die mit dem Verstand gemacht werden. Das ist der erste Schritt, wenn man sich das Thema überlegt, was man zeichnen möchte. Und der letzte Schritt, dass man das Thema nochmal reflektiert. Und dazwischen läuft wirklich alles im Unterbewussten ab. Oh, jetzt werden die Farben noch schöner. Weiß und Blau, interessant. Hier oben ist so was Schönes. Interessant, lauter Ketten, so wie hier auch eine Kette ist. Also wenn ihr zum Beispiel immer mal wieder so um solche Zeiten wie 11.11 Uhr oder 2.22 Uhr oder also diese dreifachen Zahlen oder zweifachen Zahlen auf die Uhr schaut, heißt es wirklich, dass ihr auf einem guten Weg seid und gut angebunden seid. Und das zeigt euch die Uhrzeit. Also wenn ich das jetzt so anschaue, merke ich richtig fast wie eine Wirbelsäule, die sich jetzt hier aufrichtet und die eben in diese Entfaltung der Essenz hineingeht. Zwischendrin nicht vergessen zu atmen. Das vergisst man leicht beim Zeichnen. Also, dass man Atem anhält. Also immer mal wieder frisch durchatmen dazwischen. Und auch ruhig mal einen Seufzer rauslassen, wenn der rauskommen möchte. So, dann kommen wir langsam zu den Farben. Als ich die Buntstifte wieder rausgeholt hatte, hatte ich sicher... Ja, ich hatte früher öfters schon mal gezeichnet, aber eigentlich so seit der Schule hatte ich nicht mehr so richtig. Ich hatte eher Bleistiftzeichnungen gemacht und dann wieder die bunten Farben rausholen. War irgendwie so eine Freude und das kann man überall machen, die Zeichnungen, weil ja, braucht ja nicht viel. Und es macht nichts dreckig. Jetzt Acrylfarben.
die sind natürlich eher so, dass man da schönen Untergrund hat und vielleicht auch eine Schürze anhat oder so oder Kleidung dafür extra. Ja, dann startet ihr mit einer Farbe, die euch jetzt gerade anspricht. Ich spreche jetzt das helle Grün an. Und wir bilden jetzt, wir verbinden jetzt Cluster miteinander und wir ziehen sozusagen dieses Bild auch nochmal durch die Farbe nach oben. Und da beginnen wir hier unten. Und zeichnen, hangeln uns sozusagen an der neurografischen Linie entlang. Und können am Rand eher fester aufdrücken und dann ein bisschen weniger aufdrücken. Also wir ziehen jetzt hier so einen Fluss nach oben. Die Erdenergie wird also jetzt hier nach oben gezogen, immer weiter in die Essenz. Mach's mal ein bisschen näher, weil das helle Grün sieht man ein bisschen schlecht. Ah, es ist sehr hell. Gib mal ein dunkleres, dass ihr es besser seht. So ist es besser sichtbar. Genau, und man drückt dann weniger, je weiter man rauskommt. Man braucht auch das ganze Feld nicht ausmalen. Und spürt dabei auch natürlich in den Körper wieder rein. Kommen euch bestimmte, man guckt dann auch bestimmte Gedanken, Gefühle, körperliche Wahrnehmung. Wird es dir vielleicht heiß bei dieser Aufrichtung? Dann gehen wir ruhig nochmal von unten nach oben. Ja, dann merke ich, ich möchte die andere Seite auch. Dann möchte ich hier auf der Seite anfangen. Ich möchte da die grüne Farbe nach oben ziehen. Wenn man die Farben so ein bisschen ineinander verschmelzt, also hier das hellere Grün mit dem dunkleren Grün, dann entsteht eine Synergie zwischen den Farben.
Also grün steht ja für neues Wachstum, fürs Herzchakra auch. Grün ist Neuanfang. Und wir füllen jetzt wirklich die Essenzen hier mit dem, was jetzt gelebt werden will. Ohne es vom Verstand her zu wissen, was das jetzt genau ist, hat sich der Lotus geöffnet. Und wir ziehen diese Essenz, lassen die immer größer werden und durch die Farbe jetzt natürlich auch. Als nächste Farbe zieht mich jetzt hier rosa an. Und da möchte ich gerne durch die Mitte durchgehen, durch die Mitte der Kreise und ein bisschen in das Grün reinschmelzen. Und wir zeichnen immer über den Filzstift drüber. Also wir malen nicht einzelne Flächen aus, sondern, wie ich es ja gezeigt habe, so über die Farbe drüber einfach. Damit gewährleisten wir, dass es jetzt kein so ein Mosaik wird, wie so ein Kirchenfenster, sondern was Fließendes. Wie sieht das, hat es was Archaisches für mich? Irgendwas erinnert mich, diese Figur. Aber ich weiß jetzt nicht, an was. Auf jeden Fall, meine Seele freut sich, merke ich, dass das jetzt so entstehen darf. Und bei der Neurografik sollten immer 25% des Bildes weiß bleiben, damit wir auch Dinge offen lassen. Ja, und im Grunde genommen haben wir den nächsten Schritt in der Neurografik jetzt auch schon gemacht, dass wir hier dicke Linien einzeichnen. Ihr könnt mal eine von den dreien vielleicht auswählen, oder sind ja alle drei eigentlich recht dick? Also haben wir eigentlich in diesem Bild drei Feldlinien und ich finde, die stärkste ist die in der Mitte bei mir. Ihr könnt ja entscheiden, welche ihr als stärkste wählen wollt und zeichnet die vielleicht noch ein bisschen dicker. Das ist eine Linie, die kommt aus dem Universum und geht wieder ins Universum, also durchs Blatt hindurch. Und dadurch beziehen wir auch die Kräfte von unseren Helfern mit ein, dass sie uns helfen mögen, unterstützen mögen, dass wir jetzt diese Essenz leben.
Ja, und dann haben wir in der Neurografik normalerweise noch einen Schritt, wo wir was fixieren. Und da wir das ganze Gebilde haben, eigentlich können wir das auch als Fixierung nehmen. Oder wenn ihr sagt, Mensch, jetzt spricht mich ganz besonders der mittlere Kreis an, könnt ihr den auch noch fixieren. Mit dem Grün geht es jetzt natürlich nicht so gut. Ihr könnt entweder eine andere Grünfarbe nehmen oder eine andere Farbe, die ihr hier habt. Oder ihr nehmt halt das ganze Gebilde. Also eine andere Farbe könnte zum Beispiel jetzt blau sein, was eher so dazu passen könnte. Aber ihr könnt es auch so lassen. Also ich lasse es auf jeden Fall jetzt so, weil ich finde dieses ganze Gebilde jetzt so aufrichtend und insgesamt sehr, sehr erhebend. Dann die Linien nochmal außen nachfahren. Ich kann das so dann doch noch mal ein bisschen stärker machen. Ja. Ich kann ja noch ein bisschen was erzählen, während ihr die nächsten Schritte macht. Ja, also die Essenzen sind wirklich was, wo ich bin letztes Jahr auf die Essenzen gestoßen, als ich wieder mit der Visionsarbeit in Kontakt kam. Die Visionsarbeit habe ich Anfang des Jahrtausends schon gemacht mit Firmen und Einzelpersonen und da ging es darum, eben die Vision darzustellen und mit den Menschen durchzugehen, die Visionen für ihre Firma, für ihr Leben. Und jetzt ist aber die Essenz noch dazu gekommen und ich bezeichne es auch als Visionsessenz, also die Essenz, die wirklich in dir drin liegt, die manchmal Funken zeigt, wenn du ganz besonders viel Freude bei was hast. Und irgendwann wird sie zu einem Freudegefühl, was die meiste Zeit da ist. Dominik hat es neulich in einem Post sehr schön gesagt, dass das, was außen ist, sozusagen dann abperlt, dass man in diesem inneren Raum, diesem heiligen Raum von sich selbst bleiben kann und das Äußere abperlt und ja, nicht mehr so an uns rankommt. Und dass wir diese Essenz eben kultivieren können, indem wir, wenn wir wieder was aufgeschnappt haben von draußen, dass wir das entweder zurückgeben, wenn es von draußen ist, dass wir bestimmte Wahrnehmungen, wenn wir draußen waren, auch den Menschen ganz konkret, ich mache das abends immer, dass ich die Anteile oder Teile, die ich übernommen habe, dass ich die zurückgebe an die Menschen, von denen ich sie aufgenommen habe. Und so ist es wie eine Dusche, jeden Abend, also das abfließen zu lassen. Und natürlich auch das, was andere von mir übernommen haben, dass ich das für mich zurückhole, wenn es meins ist. Das sind jetzt nur mal, ist nur mal so eine Anregung für eine Übung. Ja, dann komme ich mal zu euch zurück. Auch wenn ihr jetzt noch nicht ganz fertig seid, ihr könnt ja vielleicht das Bild noch später beenden. Also nach der Farbe kommt eben, dass ihr schaut, welche Linie spricht euch am meisten an. Da wir jetzt drei sehr prominente Linien hatten, könnt ihr nochmal eine vielleicht verstärken mit dem Stift und genau, mit dem Stift verstärken und die Fixierung ist ja an sich dann das, was wir als ganzes Gebilde haben und könnte es nochmal nachfahren. Ja, das war's. Dominik, du bist noch am
Fertigstellen, gell? Du bist eine Rakete für mich. Ja, ich weiß. Ich bin da noch nicht so geübt und so schnell, aber es ist, also ich habe jetzt, du hast vorhin gesagt, ihr könnt ja dann noch fertig machen. Ich werde nachher, ich merke, da zieht was. Es ist genau dieses Frühlingsgefühl, das mich manchmal in die Natur rauszieht und ich sehe, hier kommt eine Blume, jetzt die Tulpen und die Osterglocken, die in ihrer Pracht erscheinen. Es ist so, es ist ein Trieb, es ist ein Ziehen, so ein Schub. Es ist, ich kann es nicht beschreiben. Es ist Frühling. Und obwohl mein Blatt überhaupt nicht frühlingshaft aussieht wie eine Blumenwiese, ist es dieses Ziehen, dieses Fließen. Mhm. Magst du mal zeigen, Dominik? Nein. Nein. Ich bin noch nicht fertig. Oh, wow. Ich habe erst begonnen, ich habe das Gefühl, deshalb habe ich wegen der Farbe gefragt, darf ich noch mehr Farben hineinbringen? Also durch die Buntstifte bringst du ja die Farben rein. Ja, aber jetzt, ich möchte nicht nur blau und rot, mir fehlt jetzt grün und gelb. Das kannst du natürlich als Buntstifte reinbringen. Also am Anfang nimmt man immer so 3 bis 4 Stifte. Man kann natürlich auch, also 3 bis 4 verschiedene Farben von den Buntstiften. Ja. Aber man kann natürlich auch, also wenn du es jetzt ganz bunt haben willst, kannst du das auch machen. Ich habe jetzt halt wirklich mich beschränkt auf 2 Farben. Einfach wegen der Anfänger auch, die es noch nie gemacht haben. Dann ist das einfacher am Anfang. Ja. Aber ich darf jetzt eben, das spielt jetzt keine Rolle, die Farben, jetzt darf ich diese Blumenwiese hineinbringen. Das mache ich dann nachher. Wow, du hast gerade Blumenwiese gesagt bei 11.33 Uhr. Schön. Ja. Ja. Toll. Super. Danke dir. Danke ganz herzlich. Wow. Also ich würde vorschlagen, ich stoppe dann die Aufzeichnung und tue dann unser, was wir jetzt noch gerne sagen würden, würde ich dann nochmal neu aufzeichnen mit einer zweiten Aufzeichnung.